Grüß Gott. Viele haben sich es gewünscht, also habe ich mir gedacht, mache ich das auch. Meine Duschgelsammlung. Ich warne euch schon mal vor, ich will nicht hören, dass es zu viel ist. Will ich nicht hören. Ja, wollt ihr das sehen? Also, so wie die von Ariel, das sagt ja die Ursula. Verstanden? Also will ich davon nichts hören. Ich weiß, dass es viel zu viel ist. Ich bin noch überfordert, die Sachen aufzubrauchen. Also bitte sagt nichts dazu. Ihr wolltet es sehen. Ich habe euch jetzt vorgewarnt. Weh, ich lese irgendwas. Okay, fangen wir auch gleich einmal an. Also ich habe viele kleine Duschbäder. Die zeige ich euch jetzt mal zuerst. Zuerst kommen noch die Sachen dran, die ich zurzeit benutze. Eigentlich wollte ich die nicht herzeigen, aber sie können ja eigentlich auch dazu. Einmal das von Soap & Glory. Dieses Clean On Me Duschgel. Das riecht total doll und riecht sogar lange noch auf der Haut. Ich mag die Soap & Glory Sachen sehr, sehr gerne. Jetzt schon, obwohl ich das erstes Mal benutzt habe. Dann habe ich einmal das kleine Erdbeerduschbad. Das kleine Kirschblüte-Duschgel und zweimal das Ginger Morning in klein. Einmal schon benutzt, einmal noch voll. Ja, dann habe ich zwei Leif Rocher-Duschgele, natürlich. Einmal das Lotus und einmal das Ylang Ylang. Das Ylang Ylang ist rausgenommen worden und das Lotus liebe ich total. Das Ylang Ylang riecht auch nicht schlecht, also beide sind nicht übel. Dann auch in der Badewanne stehen schon, ist dieses von Balea. Das war es letztes Jahr im Sommer zu... als Ele gab, so. Das habe ich um 55 Cent bekommen in Ausverkauf. Wie logisch ist das so? Es ist total cool, es ist nämlich blau. Ich kann euch das mal zeigen, ich hoffe es... Meine Kamera mag mich heute nicht. Es ist blau und das ist das, was ich so an dem so toll finde. Und es riecht auch total toll. Ich finde schade, dass es davon nie eine Bodylotion gab, aber... Okay, auch in Benutzung, weil ich so eine Kokosphase in letzter Zeit habe, ist dieses Leif Rocher Duschbad. Da ist auch schon ganz schön viel weg für die 400 Milliliter, finde ich, wo ich das erst angefangen habe. Ich habe das erst in... das werdet ihr noch sehen, glaube ich. Ja. Kann ich nichts dazu sagen. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. So viel kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich finde es gar nicht schlecht. Die Erdbeerphase geht weiter. Einmal habe ich das Duschbad von... Leif Rocher, das ist ja urarg flüssig, oder? Einmal das Duschbad von Leif Rocher, das kann man eigentlich auch ohne Boomspender benutzen. Da brauche ich gar keinen Boomspender. Heute geht mir meine Kamera am Arsch. So, wortwörtlich. Dann habe ich einmal dieses... Moment, ich muss meine Kamera drehen. Einmal dieses Duschbad von Leif Rocher, das was so arg flüssig ist. Und einmal das Duschgel von... ich habe gewusst, wie das heißt... Ah, Fruitworks heißt das. Ich habe jetzt den Namen rausgefunden davon. Finde ich gar nicht schlecht, wegen dem Kiwi-Erdbeerduft. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber ja, so viel dazu. Machen wir weiter, weil sonst sprengt das, glaube ich, eh den Rahmen. So, nebenbei eingeworfen habe ich noch das Litamin-Duschgel. Das ist das Buttermilch-Lemon, was sonst? Ach, wenn man das schon so lange nicht mehr gerochen hat. Das ist ein absoluter Hammer. Ich würde das so gern wieder benutzen, aber ich habe keine Ahnung, was ich zuerst benutzen soll, aber ich liebe es. Das habe ich mir ja mal nachgekauft, wie ihr schon wisst. Dann habe ich da einen Haufen Balea-Duschgels, die sich da gerade auf meiner Schoß da zusammenpappen. Einmal habe ich mir das Erdbeer gekauft. Erdbeer-Duschgel. Ich kriege gleich einen Wutanfall. Heute klappt einfach gar nichts. So. Ja, dann habe ich zweimal das Mango von der jetzigen Ele. Dann zweimal das Melone. Liebe ich auch total jetzt schon. Und einmal das hier. Das finde ich auch total toll. Weil es auch meine Lieblingsfarbe ist. Boing. So, das war Balea. Und jetzt fangen wir an mit Leif Rocher. Einmal habe ich noch als Backup, das hatte ich nämlich im letzten Aufgebraucht-Video, dieses Glitzer-Duschgel von Leif Rocher. Das ist dieses Orange, Vanille. Ja, riecht ganz toll, aber jetzt kann ich auch aufs Ablaufdatum schauen. Hält nur bis 2014. Toll. Ja, dann habe ich einmal passend zu dem Parfum, weil ich das so gern mochte, das Duschgel, ich glaube, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, versandt, glaube ich, So sieht das aus, das ist von meinem Lieblingsparfum und das werde ich dann halt auch irgendwann mal hoffentlich aufbrauchen, hoffentlich. Dann habe ich hier dreimal das Honig-Duschgel, einmal habe ich das sogar gekriegt, weil das ein Tester war, glaube ich, oder war da irgendwo die Verpackung hin? Irgend sowas, glaube ich, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Irgendwo, glaube ich, war die Verpackung kaputt und das habe ich dann gekriegt. Dreimal. Das Honigduschgel. Ich traue mich auch keins aufmachen, weil ich nicht weiß, welches das jetzt ist. Aber das riecht ja so nach Marzipan und ich finde das so toll, dass es so nach Marzipan duftet. Dann habe ich zwei fruchtige. Einmal das Orange, einmal das Grapefruit.
Ich bin schon, die werde ich aber erst im Sommer so benutzen können, weil, ja, mein Bett wird voll. Das passt halt eher auch zum Sommer. Dann habe ich einmal das Kirschblüte-Duschgel. Das habe ich einmal in klein und einmal in groß. Ich weiß, sagt bitte nichts dazu. Aber ich mag den Duft jetzt schon total gern. Ich würde das jetzt so gerne im Frühling benutzen, aber Themawechsel. So, dann habe ich hier einmal, ich habe das aber zweimal. Ich wusste es. Ich habe es zweimal, weil das um 1 Euro, glaube ich, reduziert war damals. Habe ich mir da auch zwei genommen, weil ich ja die Parfums auch habe. Also jetzt habe ich das Parfum halt zweimal. Und deswegen habe ich mir das Duschgel auch dazu genommen. Wie kann es denn anders sein? Das riecht so toll. Also das hatte ich auch mal in klein und wollte es immer schon mal in groß haben, aber... Dann habe ich hier dreimal das Macadamia-Duschgel. Das gibt es ja nicht mehr, das ist ja auflassen worden. Und ich habe 3 Backups noch. Das habe ich ja letzten Monat, glaube ich, aufgebraucht, oder? Im März habe ich es aufgebraucht, ja. Liebe ich total. Noch immer. Also ich bin froh, dass ich da noch 3 Backups davon habe. Ja, dann habe ich einmal das Mini-Mai-Glöckchen. Das hat sich da irgendwo versteckt. Dann habe ich einmal von The Body Shop, das habe ich euch am Anfang zeigen vergessen, weil das war irgendwo im Sackerl drin, wo ich es nicht gefunden habe. Das ist das Mandel-Duschgel. Und ja, dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Boah, ich liebe den Duft einfach. Dazu muss ich wirklich nichts sagen. Dann habe ich einmal noch das Karité. Auch von Lifoché natürlich, das Karité-Butter. Das ist, glaube ich, sehr reichhaltig. Ich glaube, da werde ich lang rauskommen damit. Würde ich auch eher erst im Winter verwenden, aber ich habe irgendwie Bock, das jetzt schon zu verwenden. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich zuerst benutzen soll. Wie ihr seht, habe ich ja auch dementsprechend viel, also ja. Dann habe ich zweimal das Kaffee-Duschgel. Das ist halt noch die alte Verpackung, weil die haben die Verpackung ja neu gemacht. Deswegen kriege ich die auch nie auf. So. Oh. Hoppala. Aber ich mochte die Verpackung. Also die ist schöner als die neue Kaffeeverpackung. Die finde ich viel, viel hübscher. Ja, aber gibt es noch nicht mehr. Leider. Das Duschgel allein gibt es noch, aber die Verpackung ist jetzt anders. Oh mein Gott. Ich traue mich euch das gar nicht zeigen. Ich zeige euch jetzt mal mein lila Reisduschgel. Also, ich habe ja da so viele Backups. Ich habe nicht gelogen. Alle, die ich euch jetzt reingezeigt habe in die Kamera, waren alle einzeln. Jetzt dürft ihr mal nachzählen, wie viele das sind. Katastrophal. Ich zeige euch dann das Bett. Ja. Das liebe ich total. Ich habe auch jetzt irgendwie wieder Bock, das zu benutzen, weil das vom Duft ja auch so... Ja, das ist vom Duft her einfach der Hammer. Ich bin so traurig, dass sie das rausgenommen haben, obwohl ich eh eine ganze Ration davon habe. Ich habe auch gesehen, im Online-Versand und haben sie das schon wieder im Sale und ich habe mich so zurückhalten müssen, dass ich das nicht wieder bestelle, weil ihr habt ja gesehen, wie viele ich jetzt habe. Ich habe aber überlegt, trotzdem noch welche zu bestellen und die in einen Karton zu geben und dabei wo wegzustellen. Aber das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Ihr habt ja gesehen, wie viele ich habe, also das wäre wirklich ein bisschen übertrieben. Ja, sehr übertrieben sogar. Wenn wir gerade bei übertrieben sind, ich habe mir das Haferduschbad 3-mal genommen. Fragt lieber nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es 3-mal. Ich habe auch die Köpermilch 2-mal, glaube ich. Ja, 2-mal habe ich die. Ich liebe das Hafer einfach. Weil bei einem Einkauf ab 20 Euro, glaube ich, habe ich so einen Gutschein gehabt. Den habe ich immer wieder benutzt. Ich weiß, sehr fies von mir. Und da habe ich mir immer das Duschbad dazu genommen. Immer. Einmal habe ich es mir im Set mit diesem Hasenschwamm gekauft. Und 2-mal habe ich es mir gratis einfach beim Kauf dazu genommen. Wenn es geht, wieso nicht, oder? Und ich liebe den Duft davon. Also ich freue mich schon, wenn ich damit mal duschen gehen kann. Ich habe ja 3. Also, ja. Ich wollte eigentlich nächsten Monat die Erdbeersachen aufbrauchen, aber ich überlege, ob ich das einen Monat verschieben soll und andere Sachen benutzen soll. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da, ehrlich gesagt, überfragt. Ihr habt ja gerade gesehen, ich bin jetzt fertig. Nur damit ihr Bescheid wisst, es ist aus. Gott sei Dank, es reicht ja auch. Schnelldurchgang. Das war ziemlich schnell, oder? Aber ich musste ja nicht viel dazu sagen, weil ich habe auch noch keine benutzt, außer das lila Reis zum Beispiel. Ja, jetzt räume ich die Sachen wieder weg. Meine Badewanne ist sogar leer jetzt. Ja. Jetzt kommt noch die Körpercremes und das, also macht euch da schon was auf was gefasst. Ich hoffe, dass ich jetzt die Sachen so einschlichten kann, dass mir die nicht wieder entgegenfallen. So wie letztes Mal, mir ist fast alles am Fuß drauf geflogen. Irgendwann habe ich Angst, dass meine Verpackungen davon so kaputt werden, weil die sind nicht so stabil, die, was ich weiß. Also da kann es passieren, dass wenn einer runterfällt, dass die kaputt wird, was ich nicht hoffe. Aber, ja, 3-mal Hafer. 3-mal Hafer. 3-mal Hafer. Ja, ich sollte auch aufhören, alles immer aufzumachen.
Darf ich gar nicht aufhören. Weil die haben alle, sind alle nach dem Öffnen 6 Monate nur haltbar. Und ich glaube kaum, dass ich alle in 6 Monate aufbrauche. Ja. Aber ich liebe diese Sachen. Die sind wirklich toll. Also von Yves Rocher bin ich sehr begeistert, auch wenn ich nicht mehr davon arbeite dort. Aber ja, aber es kommt nicht an Body Shop ran. Überhaupt nicht. Also Body Shop mag ich sowieso gern. Da bereue ich, dass ich kein zweites habe. Aber ich habe ja auch so wenig. Bevor ich jetzt noch das Video lang durchquatsche, obwohl das Unsinn ist, beende ich dieses Video mal. Ihr habt es gesehen, ihr wollt es haben, also viel Spaß damit. Bis dann, tschüss.